Die Saison ist gestartet, gegen Martin Roda konnten wir einen 3:2 Erfolg feiern. Zum Ende hin wurde es ein bisschen knapp, würde ich mal sagen. Hätte durchaus etwas höher für uns ausfallen können. Der Gästetrainer hat es auch richtig analysiert. Ja, Toni, wie ist die Woche, die Trainingswoche gelaufen? Gibt es aktuell noch Verletzte? Kommt Zuri zurück? Ja, Saison ging los. Erstes Spiel haben wir gewonnen. Wir hatten ja schon auf der Pressekonferenz einiges gesagt. Also ich glaube, wir waren schon über 70, 75, 80 Minuten die dominante Mannschaft, hatten deutlich mehr Spielanteile, hatten eine recht gute Eröffnung. Das Einzige war, dass wir im letzten Drittel nicht so sauber gespielt haben oder dass wir dort die falsche Entscheidung getroffen haben. Dass, wenn wir nach dem 3:1 nachlegen, ich glaube, dann wird es recht deutlich. So wie es so oft ist, kriegst du nochmal in der Nachspielzeit ein 3:2 und dann fängst du nochmal an, ein bisschen zu schwimmen. Das ist leider Gottes im Fußball irgendwie ganz normal. Die schmeißen dann alles vor, aber unterm Strich, die drei Punkte sind wichtig, die haben wir mitgenommen. Und jetzt die Trainingswoche, wie läuft es? Also wir haben ja heute nochmal Training, aber gestern Training war richtig gut, war sehr intensiv. Alle haben Bock, alle geben Gas. Ich musste schon eher ein bisschen zügeln, dass halt nicht zu sehr die Zweikämpfe geführt werden. Und Zuri hast du gefragt. Zuri macht heute mit, Zwempe auch. Beide haben noch Wehwehchen, aber wir werden mal sehen. Ich gehe aber davon aus, dass beide mitfahren. 90 Minuten werden sie nicht können. Aber ich denke, von der werden auf der Bank sitzen und wenn wir sie brauchen, können wir sie reinschmeißen. Kommen wir zum Gegner. Der SV Blau-Weiß-Sorrow haben sich relativ gut verstärkt. Hast du dir was Besonderes vorgenommen? Brauche ich dich ja endlich nicht zu fragen. Wir werden da wahrscheinlich unseren Stiefel wieder spielen. Aber hast du ein bisschen das Auge geworfen auf Zauber? Die haben ja auch gegen Jena jetzt gewonnen gehabt am vergangenen Wochenende. Ergebnis habe ich gesehen. 2:1 in Jena gewonnen, das ist natürlich gut, weil in Jena muss man erstmal gewinnen. Aber nee, ich habe mich mit Zauber nicht wirklich beschäftigt. Weiß jetzt nicht so, wer da gut ist, wer ist nicht gut, aber ich schätze uns schon besser ein und deswegen, wie du schon gesagt hast, wollen wir versuchen, unseren Stiefel, unsere Stärken in die Waagschale zu schmeißen und dann unser Spiel den Gegner aufzudrücken. Klar, man kennt ein, zwei Spieler in Zorbau, die natürlich einen guten Ball spielen, aber wie gesagt, wir gucken auf uns, wir wollen versuchen, dass wir alle PS, die wir haben, auf die Straße bringen und dann wird es, denke ich, für Zorbau schon schwer, gegen uns was zu holen. Ja, Toni, es waren ja noch ein, zwei Spieler im Probetraining bei uns gewesen in der vergangenen Zeit. Ja. Kannst du dazu noch was sagen? Gibt es da noch irgendwelche Entscheidungen, die noch fallen? Nee, wir sind eigentlich voll. Stand jetzt ist, dass wir zu sind. Und das ist ein so richtiges Probetraining war es nicht. Janne Zitan hat bei uns mittrainiert, aber es war kein Probetraining, sondern ich kenne ihn ja schon recht gut und noch lange, war ja bei Energie. Er hat sich nur fit gehalten und natürlich hätten wir ihn sehr, sehr gerne genommen. Also der hätte uns auch weitergebracht. Ein sehr guter Spieler, ein Spieler aus der Region, ein Spieler aus Cottbus. Was auffällig war, er war sehr laut im Training, was die meisten nicht sind. Er war sehr laut, hat auch ein, zwei Testspiele mitgemacht, da war auch sehr laut. Wir hätten ihn sehr, sehr gerne genommen, aber nun wird ihn sehr, sehr wahrscheinlich oder zu 99% wird ihn Babelsberg verpflichten. Ich denke, es ist eine gute Verpflichtung für Babelsberg und ich drücke natürlich den Jungen und auch Babelsberg die Daumen, dass sie A, ein gutes Los im Pokal kriegen. Ich hoffe ja, dass sie vielleicht Schalke oder Hamburg kriegen, einen Machbaren und wünsche natürlich Janne auch nach wie vor weiter einen guten Karriereschritt, dass er viele Spiele macht, verletzungsfrei bleibt und irgendwann, wer weiß, vielleicht, wenn er zurückkommt nach Cottbus, unsere Tür steht dann offen.